Das Warten hat ein Ende. Der Kensington-Palast hat bekannt gegeben, dass Herzogin Meghan, 36, und Herzogin Katharine, 36, ihren ersten Auftritt als royales Duo absolvieren werden. Herzogin Meghan und Herzogin Katharine werden gemeinsam das Damenfinale von Wimbledon besuchen, schrieb der Kensington-Palast auf Twitter. Am Samstag, 14. Juli, spielen dort um 15 Uhr Angelique Kerber, 30, gegen Herzogin Meghans gute Freundin Serena Williams, 36. Für Herzogin Meghan wird es ihr erster Wimbledon-Besuch als Mitglied der königlichen Familie. Herzogin Katharine hingegen lässt sich das Turnier schon seit Jahren nicht entgehen. Die Herzoginnen werden ehemalige Wimbledon-Siegerinnen treffen und sich mit den Ballmädchen und Balljungen unterhalten. Das Finale selbst werden die Ladies von ihren Sitzen in der Ovalbox ausverfolgen. Der Wimbledon-Ausflug wird der erste Solotermin für die Schwägerinnen. Nachdem zuletzt alle Aufmerksamkeit auf Herzogin Meghan gelegen hatte, könnte Herzogin Katharine versuchen, das Rad herumzureißen. Als Schirmherrin des All England Love Tennis and Croquet Club besuchte Kate das Tennisturnier in den vergangenen Jahren häufiger. Da sie erst am 23. April Söhnchen Prinz Louis zur Welt gebracht hatte, trat die 36-Jährige in den vergangenen Wochen etwas kürzer und zeigte sich nur bei gewählten Anlässen in der Öffentlichkeit. In diesem Jahr werden wir sie daher nur zweimal in Wimbledon sehen.